Liebe Freunde, ich darf zur Hauptversammlung in der Steiermark meine herzlichsten Grüße bieten. Wir leben in einer ganz besonderen Zeit und die Corona-Pandemie gibt kein kurzes Gastspiel, sondern sie wird uns noch, glaube ich, einige Monate beschäftigen. Sie zeigt aber zugleich die Leistungsfähigkeit des Roten Kreuzes, denn wir sind ja voll im Corona-Einsatz. Aber nebenbei unter Anführungszeichen, laufen all die Dinge, ich sage Business as usual, weiter. Das heißt, der Rettungsdienst funktioniert bestens, die Krankentransporte, die Hauskrankenpflege und auch das, was wir den Rändern der Gesellschaft tun, alles das ist voll intakt und fordert unseren vollen Einsatz. Das zeigt, dass das Rote Kreuz nach wie vor, wir sind jetzt 140 Jahre alt, dass wir nach wie vor sehr, sehr leistungsfähig sind. Und Präsident Beinhofer hat mich schon vorab über die Zahlen der Entwicklung in der Steiermark informiert und ich darf sagen, Hut ab, es sind großartige Zahlen, ihr habt Großartiges geleistet und als Steirer bin ich natürlich auf das steirische Rote Kreuz und auf diese Leistungen besonders stolz. So darf ich weiterhin alles Gute wünschen, wünsche der Hauptversammlung einen guten Verlauf und ich danke jedem Einzelnen, Präsidenten Beinhofer, seinem ganzen Team, der Geschäftsführung. Es gibt ja gerade in der Steiermark, glaube ich, ein sehr gutes Miteinander von Hauptberuflichen und jenen, die ehrenamtlich tätig sind. Ich darf euch für Ihre Arbeit alles, alles Gute wünschen. Glück auf! Ein herzliches Grüß Gott an das Präsidium sowie an alle virtuellen Teilnehmerinnen und Teilnehmer der heutigen Generalversammlung des Roten Kreuzes Steiermark. Es wäre wohl nicht nur mir, sondern Ihnen allen wesentlich lieber gewesen, wir hätten uns persönlich getroffen. Doch die aktuelle Lage und die Corona-Pandemie lassen es nicht zu. Nichtsdestotrotz freut es mich sehr, dass wir uns auch in diesem Rahmen sehen können. Das Jahr 2020 haben wir uns wohl alle anders vorgestellt. Das Virus hat unser Gesundheitssystem dem wohl ultimativen Stresstest unterzogen und bislang können wir in der Steiermark sagen, es hat standgehalten. Das Rote Kreuz hat dabei einen extrem wertvollen Beitrag geleistet, für den ich mich nicht genug bedanken kann. Ich weiß, dass es alles andere als einfach ist und war und jetzt noch immer ist, die vielen Herausforderungen zu stemmen. Es ist im Rahmen eines kurzen Statements natürlich auch nicht möglich, hier alle Aspekte zu beleuchten. Aber ich bin überzeugt, dass wir Steirerinnen und Steirer gut durch diese herausfordernde Zeit gekommen sind. Und das auch dank des Roten Kreuzes. Abschließend möchte ich mich für die Einladung ganz herzlich bedanken bei der Organisation dafür, dass es virtuell stattfinden kann, beim Landesgeschäftsführer Andreas Jaklitsch und seinem Stellvertreter Thomas Gock. Und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr wieder im gewohnten Rahmen und wünsche Ihnen inzwischen alles Gute und bleiben Sie gesund. Sehr geehrte Damen und Herren, leider kann ich aufgrund von Corona heute nicht persönlich an Ihrer Generalversammlung teilnehmen. Es ist mir jedoch ein großes Anliegen, Ihnen dennoch für die besondere Rolle des Roten Kreuzes gerade in der aktuellen Krisenbewältigung herzlich zu danken. Immerhin betreibt das Rote Kreuz mit dem Gesundheitstelefon 1450 das zentrale Instrument zur Bewältigung dieser außergewöhnlichen Zeit. Klar ist auch, dass die Erfüllung des normalen Auftrages, nämlich die Durchführung von qualifizierten Krankentransporten und Rettungstransporten, durch die Pandemie um ein Vielfaches schwieriger und wohl auch teurer geworden ist. Wie mir gesagt wurde, gibt es wegen dem Infektionsrisiko keine Mehrfachtransporte mehr und es muss stets Schutzklettern getragen werden. Das Rote Kreuz hat bereits in der Anfangsphase der Pandemie eine zentrale Rolle in der Beschaffung von Schutzgütern gespielt. Das alles beweist, dass das Rote Kreuz eine unersetzbare Rolle in unserer Gesellschaft einnimmt und in Normalzeiten wie in Krisenzeiten eine staatstragende Funktion innen hat. Nochmals herzlichen Dank für den großartigen Einsatz im Interesse von uns allen. Ein steirisches Glück auf! Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Rotkreuz-Familie, das Jahr 2020 ist ein besonders turbulentes Jahr. Die Corona-Krise ist für uns alle eine große Herausforderung. Unsere Vorstellung von Normalität, von öffentlichem Leben, vom sozialen Miteinander, all das wird in diesen Tagen, Wochen und Monaten auf die Probe gestellt wie nie zuvor. Die helfenden Hände des Roten Kreuzes sind seit vielen Monaten unter besonders schwierigen Bedingungen im Einsatz. Jeden Tag gehen sie aufs Neue an ihre Arbeit und sind für die Menschen da,
Was sie leisten, ist gewaltig, ist unersetzbar. Und ich danke Ihnen von ganzem Herzen dafür. Die Steiermark hält in dieser herausfordernden Zeit zusammen. Und das Rote Kreuz ist ein verlässlicher und bewährter Partner für das steirische Gesundheits- und Sozialwesen. Als Landeshauptmann der Steiermark bin ich stolz, dass sich die steirische Bevölkerung auf die über 12.000 freiwilligen und hauptberuflichen Rotkreuz-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rund um die Uhr 365 Tage im Jahr verlassen kann. Bei allen großen Krisen und Katastrophen der vergangenen Jahre, Flüchtlinge, das Attentat in Graz, hat das Rote Kreuz an der Bewältigung maßgeblich mitgearbeitet. Corona zwingt uns, unser Leben umzukrempeln, unseren Alltag zu verändern. Aus diesem Grund findet die Generalversammlung des Landesverbandes Steiermark heute zum ersten Mal als Videokonferenz statt. Auch wenn wir bei der heutigen Generalversammlung nur virtuell miteinander verbunden sind, so bleiben wir Menschen auf das Miteinander in der Gemeinschaft angewiesen. Dieses Miteinander kommt in Ihrer Arbeit zum Ausdruck. Dieses Miteinander ist die schönste Nächstenliebe, die man erleben kann. Und dafür danke ich Ihnen.